Mella möchte Eier küssen, dann weiß, worum es geht. Was? Guck nach dem Stream einfach in die Kiste bei Ares rein. Lohnt sich. Was? Hallo, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Es geht weiter in GTA. Wir spielen eine Asian Training Hashtag 1. Ich bin mal gespannt, was es erwartet mit Ars und ein paar Bekloppten in seinem Stream. Hallöchen, ihr beiden Bekloppten. Hallöchen. Ah, ich muss mal hier den machen. Flupp ist noch an. Ich torche. So. Dieser Clip ist wunderschön. Hey, ich habe mir gerade eben angeguckt. Das ist was, wenn mir Mella nicht zuhört, Andres, oder? Also jetzt mal so, also quasi, also, ne? Also, und unschuldig. Ja. Was? So. Wollen wir mal eine Trainingsmap diesmal? Mal gucken, schon, ob es sehr gut gebaut ist für euch. Ja, mal schauen, hab ich ja ne? gebaut. Eigentlich bin ich ja nicht so der Typ dafür. Okay, ja. Das war easy. Ey, warum überdrehe ich jetzt hier so krass? First try! Passen Sie auf, fahren Sie langsam. Ich merke schon, dass meine Stimme abkackt. Geil! Ja, merke ich auch. Mella, guck einfach nach Ares Stream mal die Clips an. Mella möchte Eier küssen, dann weiß, worum es geht. Was? Guck nach dem Stream einfach in die Clips bei Ares rein. Lohnt sich. Was? 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 Oh nein! Ares-Sprung verkackt drüber! Oh, das kann man nur als Map aber wissen, das ist ja ekelhaft. Einfach gerade rausspringen. Den Wahrscheinlich, ich bin der Oberabsprung viel zu hoch gewesen. Mittig gerade raus. Das ist doch scheiße. Ares, ich bin an deinen Eiern. Oh, hau ab. Auch küssen? Nein, das macht der Mella wieder. Meine Eier bestimmt nicht. Ich hab verkackt, ich hab überdreht. Alpha Banane meint, Ed Anime Fan, du brauchst von dem Clip eine Aufnahme für dein Soundboard. Finde ich auch. Das stimmt. Ja, gönn dir. Bedien dich. Oh wow, ich bin. Ja, gerade raus ist so. Mann, warum überdrehe ich da denn immer? Mittig gerade raus, Butz ist er da. Geile Idee, Alpha Banane, geile Idee. Also ich hätte beinahe First Try geschafft, nur ich. Was um. Wow! Aber ja, du hast recht, der Gerät hier ist richtig geil gebaut. Also, Punkt ist da. Nice. Hallo, und was? Ist ja, so, ist ja langweilig, es war nur Einleitung bei. Andrew, die Map willst du auch beenden? Ja, es kommt drauf an, wie viel Zeit mir gebt. Ich würde öfters Maps beenden, wenn ihr mir mehr Zeit lassen würdet. So, die haben wir nur meistens nicht. Aber wir wissen zumindest, weil Andrew, das wollen wir kurz mal erwähnen, Andrew war halt viel besser als Kai. Ja. Ey! Ja, ist so. Ich hab Mella auch. Da vor dem Punkt gehabt, okay? Oh nein. Aber nein, ich bin nicht erwähnenswert, ey. Oh, aber es war schon beautiful. Sky gammelt die ganze Zeit an einem Bremssprung rum und ich komme da an, so beim First Try. Aus, nach, nicht nachdenken. First Try. Arsch! Hä? Ey! Deine Mutter lutscht in der Hölle, Pimmel! Red von Sky jetzt. Cool. Ich hatte aber davor schon den Mund. Ja, verdammt! Das ist aber nicht Gegenstand dieser Diskussion, Mella. Psst. Psst. Ich muss mich hier konzentrieren, sehr leise. Du kannst mich muten, aber nicht die Wahrheit. Wow! Oh! Ich hab dich auch furchtbar doll lieb. Oh. Scheiße. Andres hat Mella lieb. Gibt's zu, ihr habt mich vermisst. Ja, irgendwie schon. Immer. Nein, sorry, Kumpel. Ja, du kennst ihn so viele Jahre. Ich weiß nicht, ob man da dann so schnell. Oh, das ist ein ekelhaftes Element. Nee. Oh, der ist eine Bromance. Und extra für den guten Game Story. Ares! Hey. Ares hat's! Fick dich! Wie kannst du dich davon rausbringen lassen? Gar nicht. Ich bin falsch abgesprungen und dann kam erst der. Aber durch den langen Flug hat's dann gepasst wieder. Ey. Du bist so ein Trottel. Mhm. Eine mehr hat's. Und Sabrina schrieb gerade an Game Story. Ich lese das übrigens oft vor. Er hört das, weil wir telefonieren. Geil! Das war eine sehr nette Freundin, Ares. Ja, was? Die will ja auch, habe ich gehört, dass er dieses Jahr nochmal eine Chevrolet mehr fährt, ne? Habe ich schon. Halt die Schnauze. Noch eine haben wir gehört, Ares. Nein. Ja, warum nicht? Nein!
Oh, Gott sei Dank ist da was Unsichtbares! Nein! Wow! Ja, Paris, der Troll war gut, hä? Alter! Nein, bitte nicht. Ich hab mir gerade eiskalt in die Hosen geschüsselt! Eine Frage, aber es war dann Speed? Weil ich hab da nicht erwischt, ich bin einfach, hab mich einfach gedreht in dem Moment. Ah, Tick zu spät. Da war. Okay, Sabrina, weil du es bist. Jetzt Aris? Links, rechts, oben, unten! Wow! Scheiße! Hat das funktioniert jetzt? Echt jetzt? Merken! Okay, Alter. Was, wohin? Nach oben, ne? Ich bin ein schreckhafter Mensch, bei mir funktioniert fast alles. Bei Anime auch? Nee, bei mir... Wow. Außerdem hat er den Chat, sieht er den Chat auch. Ja, der wusste, worum ich gebeten worden bin. Bei mir helfen nur Mellas Brüste. Oh. Scheiße, direkt Karma bekommen. Ja, was hilft bei dir? Unten rausspringen. Das Wort, das er suchte, fing mit B an und hörte mit Rüsten auf, wie Wettrüsten. Bundesweites Wettrüsten. Das haut ihn runter. Ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Ich habe keine Ahnung. Aber es sieht geil aus. Das ist richtig, was du machst. Fuck, warum? Was hat's? Nein! Wow! Also in der Map-Bewertung möchte ich hier auf jeden Fall schon mindestens einen Punkt abziehen an dieser Stelle. Die geht so auf die Eier. Also. Sky, da hast du schon bei mir einen Punkt verloren. Was war das denn? Eine Mimose, du. Nein, ich meine an diesem Flash-Element. Das wird am Ende ja auch sagen. Die Flash-Elemente sind bei uns Minuspunkte. Yes! Speed. Nicht wahr, Endes? Das habe ich gerade das Wort nicht verstanden. Was für Elemente? Flash-Elemente. Diese doppelt übereinander gebaut sind, die hin und her schwanken, die mögen wir gar nicht und das gibt bei uns Abzüge. Z-Fighting extrem. Ja. Boah, ich hasse diese Augenkrebselemente. Ja. Die sind fahrerisch vielleicht witzig, aber. Was wäre die schlechten Elemente nicht mögen, müsst ihr doch nicht gleich einen Punkt abziehen. Doch. Niemand hat gesagt, dass wir fair und objektiv sind. Hä? Richtig. Ja, das stimmt allerdings. Hä? Und diese Flash-Elemente gehen meiner Meinung nach gar nicht. Nein! Oh! Ich übertrieben, Kimmel. Ja, nichts Neues. Ja, alles Glück gehabt, eh? Da hast du dich mal nice gerettet. Ja. Danke. Wo muss ich hin? Ares, einfach, weiterfahren. Einfach weiterfahren vom Einswagen. Nein, da oben, er soll Ares runterfallen. Ja, oder Puff machen. Ares macht nochmal, Puff? Ich hab's nicht gesehen. Ja, ist ja nicht mein Problem. Ares macht Puff? Ey, ich hab den Sprung so gut wie nie. Wir haben ja gesagt, Ares macht Puff und Endes war ein Puff. Was? Was? Warum sollte ich für Sex bezahlen? Hä? Stimmt, die Entschuldigung, ich sehe gut aus. Stimmt, die Ente ist kostenlos für dich. Oh, Karma! Danke! Karma, ey, ganz ehrlich, ne? Die Karma Flatrate hat sich instantly gelohnt. Jetzt möchte ich das. Ausrufezeichen Merch. Das hat es. Wow. Wenigstens hast du ja die Karma Flatrate noch. Deine Masken sind ja ausverkauft, Ares. Oh, das ist auch ekelhaft. Falsche Richtung auf dem Wallride. Sky, das geht gar nicht. Mella, nur so ein Ego-Sicht, Digga. Wenn du in, die Stelle ja, funktioniert einfach nicht. Wow. Was? Oh nein, 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 nein. Oh! Nein, nein! Ach du Kackfatzen! Scheißdreck-Tingel! Wow. Bitte? Bleiben Sie ruhig, Ares. Nein! Hier sind Damen anwesend. Danke. Mister. Ja. Ares, bleiben Sie ruhig, hier sind Damen anwesend. Also. Und Mella. Oh. Ja. Ja. Schön, dass was? Du der Sache noch recht gibst, den Idioten. Was? Hast du gesagt, Mella? Ja. Es sind auch Damen anwesend. Und Mella. Ja. Ach so. Ja. Merkst du selbst, ne? Ja, ich bin ein Einhorn. 5 Punkte. Und mein Horn trägt anderes, weil. Bei Frauen mit dem Horn scheiße aussehen. Was? Ja, Endos ist einfach putzig. Ja cool. Kann ja nicht ein Horn und große Brüste tragen. Also Tatsache, von... Also es gibt da im Internet... Nein, bitte, nein. Du musst gar nicht erst weiterreden. Hab ich nicht vor. Ey, ich hab mal vor ein paar Jahren ein Video gesehen, da hat eine Frau mit großen Brüsten nackt Zähne geputzt. Du hast ein Video gesehen? Die Kamera runter und dann hatte die Tusse einen Penis. Also nein, bitte.
Und ja, sowas schickt mein Bruder mir. Sehr netten Bruder hast du da, kann man behaupten. Ich finde deinen Bruder voll sympathisch. Ja, ich auch. Wir sind eben eine Map von ihm gefahren. Ach, die schreckliche Map. Ach, die kenne ich ja. Hm. Nein, lass mich durch! Hallo, Marshall. Ja, mein Bruder ist auch sehr sympathisch. Er hat Ähnlichkeiten mit meinem Vater. Ladyboy, ja. Den Ladyboy? Teil oh. Findet Kinder. Ihr leider nicht im Japan-Blog von Anime-Fan. Das hat er rausgeschnitten. Und der, Sinni, ja, mein aber Vater das Drama an dem Abend und wir mussten so lange telefonieren. Der Ladyboy ist Andres, habe ich gehört. Wow, endlich. Sailor Andres. Sailor Andres ist ein Ladyboy. Ja, natürlich. Was dachtest du denn, was unter dem Rock ist? Frag Engine, der kennt sich damit aus. Kekse? Wir haben vorhin im Stream beschlossen, dass der Gerät verlost wird. Achso, ja, wie viel? Waren deine Eier verlost. Das war noch nicht. So, wir stehen vom Ziel. Und da schreiben wir dann auch alle da drauf, oder? Finde ich gut, ja. Wie groß ist diese scheiß Plattform? Willst du das ausprobieren? Das ist die größte Plattform, die ich gefunden habe. Einfach Schiff runterfahren, ja. Riesig 97. Alles Schiff Riesig. Wunderschönen guten Abend, Riesig. Schön, dass du da bist. Ich komme nicht weiter. Ich komme in der blauen Tube nicht weiter. Echt nicht? Übrigens, Cindy, finde ich witzig. Ich weiß nicht, wo man da rein muss. Scheiß auszuklären, Aussortierer. So. Muss man die Führung mitnehmen hier? Der war böse. Muss man nicht. Der war böse? Hier findet ihr jeden Tag neue Videos von mir. https://www.youporn.com/channel/ Redest du vom Enchen? Ja. Ja, cool. Von wem denn sonst? Enchen ist bei Youporn, das wusste ich noch gar nicht. So, Anime, wo bist du? Bist du da mit Mella und gemeinsam unterwegs? Ja, was ist mit mir? Der Albtraum startet mal eben den PC neu. Jo, und gib die Farbe Anime. Ja. Mal. Einfach ist sie gerutscht. Seid ihr so kernbehindert oder tut ihr nur so? Ey, du siehst nicht, wo die Plattform ist. Du springst erstmal nach oben ab, um sicher zu gehen, Ares. So, Freunde, auf geht's zur zweiten und letzten Map des Tages, Rainbowland. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich Regenbogenfarben gibt. Ich habe jetzt heute eine Aufnahme gesehen, wo wir die Formel 1 Map da hatten. Die heftige Map, wo wir 60, 70 Minuten oder so dran waren. Ne? Ja. Es war auch böse. Nein, die nicht. Böse. So, komm, was ist jetzt? Ach, ich liebe das, wenn das Spiel lädt, Freunde. Ich stehe hier und singe, kommen sie von nah und fern. Einer fliegt garantiert jetzt raus. Wir haben noch die 7 Stunden gemacht, oder nicht? Ihren fetten Busen ran kann man. Oder nicht. Ach, die 7 haben wir noch nicht gemacht. Augenkrebsplatte. Oh. Yay, Augenkrebs. Yay. Hast du sowas? Ich auch. Meine rote, eine rote Platte wäre es noch schlimmer gewesen. Jetzt hat's auch gehört. Fahr mal los. Sobald du dich bewegst, geht's los. Wieder mit der Flackerei. Ich bleib stehen. Schnell weg da. Die nähert doch nicht zu, Ares. Nö, tut auch nicht. Gut, yeah. Und ab geht's. Fullspeed durch die Röhre. So was ähnliches baue ich jetzt für dich auch, Anton. Ein schönes Röhrenparadies. Oh. Aha. R2-Challenge. Ich drück eine nur R2 momentan. Ja, ist auch. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen lenken. Digga, ich hab das hässlichste Auto für Speed genommen, was es gibt. Ich hätte vielleicht auf den Beschleunigungen bleiben sollen. Ja, das wäre nicht schlecht gewesen. Aber ich hab's trotzdem geschafft. Oh, Lyser Decoder, den hat die Torzeit verkackt, Ares. Geil! Oh, fuck! Oh, Mella hat Puff gemacht. Mella hat Puff gemacht? Mella. Und jawohl! Come on! Nein, ich will nicht zu weit nach rechts fliegen. Bitte nicht. Oh. Es ist nie gut, zu weit rechts zu stehen. Ja, als schmal. Sky steht zu weit rechts, Freunde, habt ihr es gehört? Ah ja. Hast du gerade selber zugegeben? Das Hi, Andres. Den haben wir noch nicht gemacht, okay. Yeah. Curve Speeder. Ich kann das auch. Ja. Stimmt der Anime-Fan da? Oh, doch, ich glaube, die haben schon gespielt, aber da ist irgendwann wieder was vorgefallen. Wir haben die auf jeden Fall nie zu Ende gemacht. Da haben wir auch die Abnehmer abgebrochen. Was da mit den drei Sommerkindern direkt über Wasserlinie, Ares? Okay. Falls du dich dran erinnerst. Auch schon mal gespielt, das hat den nicht.
Das wirkt spund. Yep. Ist das da eine Mella vor mir? Komm mit mir ins Regenbogenland. Der Eintritt kostet den Verstand. Wer nicht? Heute gibt's Männer kostenlos, Freunde. Wer gewinnt, kriegt sie kostenlos. Arme Mella. Wer führt? Oh, Sky, du kriegst keine Mella fürs Wochenende. Ah ja. Ich dachte, wer führt? Du führst momentan auf meiner Liste. Bin mir nicht ganz sicher, aber es könnte sein, dass die Frau da was gegen hat. Nein. Nein. Mella, was sagst du dazu? Fuck zur Hölle. Oh, oh, wow. Oh nein! Nein! Haha, Solema, ey! Oh, Solema hat Puff gemacht! Gegen die Scheißröhre gedeppert beim Turtle Slide. Marshall hat Puff gemacht! Auch Marshall auch? Ja, nein! Ja, nein. Nur an einer anderen Stelle. Nein, das stimmt nicht. Mella wird nicht mobben. Einige Leute mobben nur Mella, aber nicht Mella wird nur gemobbt. Ich wollte sagen, Mella mag es ja auch. Ah ja. Ja. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Wie weit würdest du denn Mella? Knock, knock. Wie weit würdest du denn bei Mella gehen, Einriss? Ich? Bis zum Höschen. Okay. Ah, Alter. Das hat Endos jetzt... Das ist Engine gekillt. Der Rest ist halt nicht jugendfrei. Na und? GTA ja. Auch nicht. Ich würde sagen, stimmt. Das ist ab 18, das heißt, du kannst ruhig deutsche Witze machen. Gut. Dann bis zum Ende. Wunderbar. Bis zum bitteren Ende. Na, so bitter wird das nicht. Ich würde sagen, willst du damit sagen, Mella ist bitter? Hat man es richtig verstanden? Oskar hat einen. Nein! Und das auch noch schön vor Olef. Olef, was ist los mit dir? Gerade so. Deine der kann keine einfachen Maps. Ich würde sagen. Größ. Zweiter, ich bitte dich. Warum bin ich eigentlich genau hinter dir, Ares? Damit was du den Pups zuerst. Wuhu! Ab im Ziel, Freunde! Ja. Oh, Andres fährt auch noch. Mal gucken. Andres fährt auch noch? Sieht Andres die Ziellinie, Freunde? Frage: Sieht Andres die Ziellinie, Freunde? Oh. Ihr könnt jetzt tippen. Was? Er hat noch 24 Sekunden, Freunde. Schafft Andres es zum Ziel? Da. Wir schauen zwar okay zu, aber egal. Oh. Schafft es Andres vom Ziel, Freunde? Nur Rakete, Andres und Marshall sind drauf. Oh, Mella ist im Ziel? Ich bin verwundert. Ich glaube, Rakete kommt nicht mehr ins Ziel, Freunde. Meine Meinung zumindest. Aber Andres hat ja auch nicht gerade schwer. Andres hat geschafft. Nur einer hat es nicht geschafft, Freunde. Rakete. Das ist aber eine ziemlich langsame Rakete gewesen, oder? Ja. Wow. Entschuldigung, Freunde, der war fies. Man kann halt nicht aus jeder Salami eine Rakete machen. Ja, geil, Schmidt, ja. Rakete, Rakete, Rakete. Später kriegst du in einem Monat einen PC. Ja, schön. Dann wissen wir ja dann, wen wir dann ein bisschen voll... Hätte man gern ein paar mehr Runden machen. So, Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun habt. Schaut bei dem komischen Vogel vorbei, der ist unten verlinkt. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal, euer Anime-Fan. Ciao, ciao.